So ist es. Der Sachverhalt lautet ganz genau. Ich, Ihr Diplom-Ingenieur Gilbert Mansching, stehe mit meinem Körper aufrecht neben Herrn Bert und Frau Wulber, die auf Ihre Anrufe warten. Frau Wulber, wie viele Euro haben Sie schon sammeln können? Leider noch nicht sehr viele, aber das wird schon noch. Na, es gibt eine gewisse Zurückhaltung, aber die ist ja auch verständlich. Nicht nach den Bankenpaketen des letzten Jahres haben die Menschen nicht schon wieder Lust, Großkonzernen mit ethisch verwahrlosten Mitarbeitern Geld zu schenken. Die Anrufer fragen hauptsächlich nach Äpfeln. Und nach ihrem wunderbaren Calvados-Kompote. Danke. Und nach aktuellen politischen Doppelkonferenzen, da ist die Nachfrage ungebrochen. Aber Ihr Mann, Herr Wulber, ist heute gar nicht da. Ja, aber das kann der Herr Bert auch sehr gut. Nicht wahr, Berti? Naja, das bringt der Beruf des Top-Analytikers mit sich. Dürfen wir vielleicht eine kurze Kostprobe hören? Wir müssen eigentlich das Telefon bewachen. Bitte, Bert. Also gut, einen können wir ja machen. Also, Frau Wulber, fangst du an? Ja. Wenn das so weitergeht mit den vielen Kirchenaustritten, ist Österreich bald kein katholisches Land mehr. Nicht so schnell mit den Jugendpferden. Solange sich bei uns ein Fischer und ein Rosenkranz um das Amt des Staatsoberhauptes bewerben, bleibt die Kirche im Dorf. Gratuliere. Ja, man tut, was man kann. Ich war wie vom Blitz gestreift, wie ich bemerkt habe, dass der Bert auch so gute Doppelkonferenzen machen kann. Das haben Sie wie bemerkt? Unlängst war es einmal später im Büro, der Nachtbus war schon weg und da hat mir der Bert spontan angeboten, ich kann bei ihm übernachten. Ihr Mann hat da nichts dagegen? Ist gerade auf Kur. Ja, ich kenne den Primar von Bad Ischl und der war mir noch ein Gefallen schuldig. Und jetzt ist Herr Bert Ihr neuer Doppelkonferenzpartner? Er sperrt sich noch ein bisschen. Naja, es ist nicht direkt meine erste Leidenschaft, aber die Frau Wulber mag's und ich mag's, wenn sie glücklich ist, zumindest momentan. Charmeur. Und jetzt habe ich damit einmal angefangen und dann ist es wie mit den Blumen mitbringen. Einmal begonnen, muss man damit fortfahren, weil wenn man damit aufhört, wird die Partnerin misstrauisch. Naja. Verstehe. Aber im Grunde meines Herzens bleibe ich natürlich Top-Experte für Strategieanalysen. Und an den habe ich ausgegebenem Anlass auch gleich eine Frage. Das kostet aber was, nur wenn man spenden kann, ist nicht alles gratis heute. Muss sich die Kirche modernisieren, um mit der Gegenwart mithalten zu können? Nein. Aha. Ja, meiner Meinung nach hat die Kirche neben einem massiven Missbrauchsproblem vor allem ein massives Kommunikationsproblem. Inwiefern? Schatz, wir leben im Zeitalter der sogenannten Postdemokratie, Postdemocracy, sagt der Engländer dazu. Das heißt was? Jetzt unterbrechen Sie nicht da und er sagt's ja eh. Danke, meine Liebe. Also der britische Kollege Colin Crouch hat darauf hingewiesen, dass in der Postdemokratie, der sich unsere Gesellschaft asymptotisch nähert, zwar nach wie vor Wahlen abgehalten werden, allerdings kontrollieren konkurrierende Teams professioneller PR-Experten die öffentliche Debatte während der Wahlkämpfe so stark, dass sie zu einem reinen Spektakel verkommen, bei dem man nur über eine Reihe von Problemen diskutiert, die die Experten zuvor ausgewählt haben. Und das bedeutet für die Kirche was? Na, allein wenn Sie nehmen den Begriff Papstwahl. Papstwahl ist der kürzeste Kirchenwitz der Welt. Eine Gruppe älterer Männer wird eingesperrt und tut so, als würde sie eine Wahl abhalten, bei der aber von vornherein feststeht, dass als Ergebnis ein von einem allmächtigen Gott eingesetzter Stellvertreter herauskommt. Aha. Das ist Postdemokratie in Reinform und das schon seit Jahrhunderten. Nach dieser Definition ist die katholische Kirche die modernste Institution der Welt, vielleicht noch neben der UNO. Die müssen das nur besser kommunizieren. Danke vielmals, sehr beeindruckend. Ja, natürlich, zahlen Sie bar oder mit Karte? Moment, ich müsste noch einen 500er eingesteckt haben. Können Sie herausgeben? Ich habe gar nichts einstecken. Frau Wulber, hast du zufällig 2 Euro? Muss ich schauen. Das Telefon läutet. Irgendwo habe ich 2 Euro, ich weiß es sicher. Wollen Sie nicht abheben? Eins nach dem anderen, solange die erste Rechnung nicht beglichen ist, mache ich keine zweite auf. Dann hebe ich ab. Guten Tag, Welt Ahoi. Sie sprechen mit Diplom-Ingenieur Gilbert Mansching. Wie viel wollen Sie spenden? Gar nichts. Hier spricht Honorarkonsul Dr. Butte. Ich rufe an, weil ich habe schon vorige Woche angerufen, aber da haben Sie mich gleich wieder rausgeschmissen. Und das hätten Sie gerne diese Woche wieder? Nein. Sondern? Sag ich nicht. Darf ich fragen, was Sie beruflich machen? Nein, das ist auch streng geheim. Also dann danke für Ihren Anruf, auch wenn es ein kompletter Schuss in den Ofen war. Ich wünsche einen schönen Sonntag. Naja, wenn Sie mich so bedrängen, also wir betreiben ein ganz kleines Security-Unternehmen in der dritten Generation. Ein Familienbetrieb? Genau, wir haben nur 2 sehr alte Bodyguards, die kaum noch Milch geben und ein 3-türiges Auto, das heißt, irgendwer muss dann immer zu Fuß gehen. Ihre Mittel im Vergleich zu den Budgets der großen Geheimdienste sind also bescheiden. So ist es, aber man muss zufrieden sein, gell? Wenn ich Sie schon dran habe, darf ich Sie was fragen? Sie haben sicher von den Anschuldigungen gegen Papst Benedikt XVI. Gehört.
War das schon die Frage? Nein, meine Frage lautet, hätten Sie einen Tipp für den Heiligen Vater, wie er sich in der momentan turbulenten Zeit schützen kann? Also wir als Klein- und Mittelbetrieb könnten die Sicherheit des Papstes nicht in vollem Umfang garantieren. Wir würden empfehlen, der Papst soll sich verstecken. Und wo? Sag ich nicht, wäre geheim. Helfen Sie uns raten mit kalt-warm? Okay. In einem Raum? Warm. Unter einem Einrichtungsgegenstand? Ja, wärmer. Unterm Bett vielleicht? Heiß. In unserem Beispiel wäre Benedikt der 16. jetzt tot. Nein, weil er hat sie kommen gehört und sich woanders versteckt. Und wo? Im Uhrenkasten, wo ihn der Wolf nicht findet. Aha. Und wenn die Mutter nach Hause kommt, schneidet sie gemeinsam mit dem Papst dem Wolf den Bauch auf und die Geißlein springen heraus. Gewusst wie? Und dann füllen sie den Bauch mit Wackersteinen und der Wolf ersäuft den Brunnen. Toll. Wir nennen das die 7-Geißlein-Strategie. Man sieht, es muss nicht immer Hightech sein und teure Spionagesatelliten. Ja, völlig richtig. Ja, und die Lohnnebenkosten? Ja, viel zu hoch. Jetzt haben Sie ihn erschreckt, Herr Bert. Vielleicht hätte er doch noch was spenden wollen, so bekommen wir keine neuen Spendenrekorde. Ja, wenn der Hunger hat, wird er sich schon wieder melden. Das war ein schönes Stichwort und damit gebe ich wieder zurück zu Dr. Eberhard Bitsch.